Hallo zusammen, heute bereiten wir ein unglaublich leckeres Gericht zu aus Chorizo, Kartoffeln und Käse. Und zwar auf meinem Longhorn Steaker. Ihr wisst, was das bedeutet? Na klar. Zeit, den Grill anzuschmeißen. Viele von euch haben die beiden Unboxing-Videos und die ersten Rezeptvideos zu meinem Longhorn Steaker gesehen und nun ist es Zeit, wieder einmal ein neues Rezeptvideo für diesen wunderbaren Grill zu zeigen. Wir nehmen den erst einmal aus der Verpackung raus und heizen ihn vor und dann geht's auch schon los. Wir grillen Lauch und zwar komplett am Stück. Viele Gemüsesorten, die in ihrer eigenen Schale oder in ihrer eigenen Hülle garen, entwickeln nochmal ein ganz anderes Aroma unter hoher Hitze. Und genauso ist es halt auch beim Lauch. Man muss nur gucken, dass die Hitze nicht allzu hoch ist. Also wir haben das Grillrost eher auf einer unteren Ebene eingestellt, damit es nicht zu schnell schwarz wird und der Lauch die Möglichkeit hat, innen drin weich zu werden. Man kann das hier aber eigentlich ganz gut kontrollieren. Man kann die Lauchstange immer zwischendurch wieder leicht drehen. Und so seht ihr halt relativ schnell, wo es noch nicht schwarz ist. Wie gesagt, das ist zu 100% gewollt. Bitte keine Buh-Rufe an dieser Stelle. Und wenn das dann so einigermaßen gut verkohlt von allen Seiten ist, dann können wir das beiseite legen und abkühlen lassen. In der Zwischenzeit, beziehungsweise im Vorfeld, habe ich mittlere Kartoffeln vorgekocht, etwa 20 Minuten, also so, dass sie noch ein bisschen in der Mitte haben, sich gut schneiden lassen, aber auch nicht mehr so, dass sie noch komplett roh sind. Und diese schneiden wir jetzt in so, naja, halben Zentimeter ungefähr breite Scheiben. Und diese wollen wir dann gleich auf einem Grillrost verteilen und dann von beiden Seiten ordentlich anrösten. Die Idee ist quasi heute so ein kleiner Auflauf, aber der Auflauf hat den Clou, dass halt die einzelnen Teile bereits relativ knusprig sind und somit nicht ganz so viel von der Soße aufsaugen, hat also etwas mehr Biss und natürlich Röstaromen. Ganz wichtig bei dieser Art von Gericht, ordentlich Röstaromen. Und da kann der Longhorn Steaker seine volle Kraft ausspielen. Wir starten also quasi mit den Kartoffeln auf der untersten Ebene und lassen die so vor sich hin grillen. In der Zwischenzeit nehmen wir uns unsere Chorizo. Das ist Chorizo von meinem Lieblings-Argentinier, Estilo Argentino aus Köln. Das sind sogar meine Lieblings-Chorizos. Das sind nämlich die Chili-Käse-Chorizos. Das heißt, ordentlichen Chili-Anteil, leichte Schärfe, aber vor allen Dingen schönes Käsearoma. Und die schneiden wir jetzt auch ungefähr so in die Dicke, in die wir jetzt auch unsere Kartoffeln geschnitten haben. Für die Menge Kartoffeln, so 3 bis 4 mittlere und die kleine Stange Lauch, reichen dann von der Menge her 2 Chorizos. Auf dem Grillrost hätten jetzt nochmal bestimmt locker weitere 2 Chorizos Platz gehabt, aber das ist vollkommen ausreichend. Das Ganze, weiß ich nicht, habe ich auch schon mal mit Currywurst gemacht, könnt ihr euch ja auch nochmal anschauen. So, jetzt hauen wir das ein bisschen oben drüber und jetzt wird das super. Man muss zwischendurch immer mal gucken, dass einem das nicht zu schnell verbrennt und wie weit man ist. Jetzt das Ganze einmal grillen, bis es eine schöne Farbe hat und der Käse die ersten Falten wirft. Oder die ersten Blasen sogar. In der Zwischenzeit kümmern wir uns noch um das Käsetopping. Hier brauchen wir einmal ein Päckchen Frischkäse. Das sind so, weiß ich nicht, 150 bis 200 Gramm. Dann benötigen wir eine Packung geriebenen Käse. In dem Fall geriebenen Gouda. Ihr könnt natürlich jeden anderen geriebenen Käse nehmen. Cheddar oder Mozzarella tut es da auch. Und, weil es als korrespondierendes Getränk dazugehört, ein argentinisches Bier. So, es ist eine 0,3er Flasche, davon geht die Hälfte in den Koch, die andere Hälfte geht in unsere Käsesoße. So. Die Chorizos an sich sind schon sehr stark gewürzt und durch die Röstaromen, die die einzelnen Teile in dem Gericht entwickeln, würde ich jetzt davon absehen, weiter Salz oder Pfeffer an unsere Käsesoße zu geben. Und ihr seht es, das was ich meinte, der Käse fängt an Blasen zu werfen. Zeit, die Chorizo einmal umzudrehen und auch von der anderen Seite zu grillen. Das gleiche machen wir im Übrigen auch mit der Kartoffel. Die Chorizos sind da jetzt gleich gut. Dann wandern die Kartoffeln ein paar Etagen weiter nach oben und sollen noch auch eine schönere Farbe bekommen. Und die sind halt auch gut, wenn sie goldbraun sind.
Das Coole an diesem Gericht ist eigentlich, wenn man jetzt mal von der Schnibbelarbeit absieht, hat man, glaube ich, in der Halbzeitpause zur Fußball-WM hier ein relativ schnelles Gericht innerhalb von 15 Minuten auf so einem Oberhitzegrill hier vorbereitet. So, jetzt ist der Lauch einigermaßen abgekühlt. Jetzt lässt sich der relativ leicht schälen. Das Schwarze kommt natürlich weg. Und übrig bleibt, und das sieht man hier schon, ein weicher innerer Teil, der ein hervorragendes Aroma hat. Und auch den schneiden wir jetzt in so Ringe. Und dann können wir auch schon unseren kleinen Auflauf zusammenrühren. Eine letzte Zutat habe ich euch noch nicht vorgestellt, zeige ich euch jetzt. Ich nehme jetzt eine Aluminiumform. Ich weiß, Aluminium wird immer viel diskutiert. Ich bin da schmerzbefreit. So richtig bewiesen ist da im Übrigen eh noch nichts, von daher. Aber sei es drum, die Diskussion will ich gar nicht lostreten. Wir nehmen jetzt eine Reihe Kartoffeln, dann eine Reihe Nachos, und zwar die gesalzenen, eine Reihe Lauch und dann so weiter. Wieder eine Reihe Kartoffeln, so ein bisschen, dass das übereinander liegt. Dann wieder eine Reihe Nachos. Die Nachos geben nochmal einen besonderen Crunch dabei. Ich finde, es gehört irgendwie auch so ein bisschen dazu. Ich liebe aktuell es mit Nachos zu kochen oder die Nachos in Salat oder. Pulled Pork Nachos habt ihr auch schon mal gesehen. So, noch eine letzte Lage Nachos. Dann geben wir unsere Chorizo-Stücke oben drüber. Und wenn wir unsere Chorizo großzügig verteilt haben, dann geben wir ein paar Löffel von unserer Frischkäse-Biermischung oben drüber. Und dann wandert das Ganze nochmal für ein paar Minuten, nur damit es einmal der Käse verläuft und auch nochmal etwas Blasen wirft und etwas Farbe entwickelt. Einmal zurück auf unseren Longhorn Steaker. So, wir nähern uns dem Ende von unserem Video. Jetzt warten wir noch einen Moment, bis wir es wieder rausnehmen können. Dann probiere ich das natürlich mal. Darf mich an der Stelle schon mal jetzt fürs Zuschauen bedanken. Über einen Daumen nach oben und einen entsprechenden Kommentar würde ich mich freuen. Falls ihr noch nicht Abonnent von 0 auf 15 Barbecue seid, müsst ihr das unbedingt nachholen. Schaut euch unbedingt auch mal den Longhorn Steaker an. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich bin raus, euer Markus.